Moin! Jo, heute stelle ich euch das Modell Fanga aus dem Hause Bestek vor. Bevor wir uns den Stachel genauer anschauen, möchte ich mich aber herzlich beim Gregor Skrabarski bedanken. Dieses Modell wurde mir nämlich von Gregor bzw. von Bestek Knives kostenlos zur Verfügung gestellt. Und auch die besten Grüße gehen raus an Henk, denn Henk stellte den Kontakt zwischen mir und Gregorsch her. Dafür vielen Dank, Henk. Der Gregorsch ist ein polnischer Messerdesigner, der manch einem von euch vielleicht besser bekannt ist unter seinem Instagram-Namen Kombu. Auf Instagram ist Gregorsch als Kombu sehr aktiv und hat viele Fans seiner Designs dort gewinnen können. Ich packe euch seinen Instagram-Account in die Videobeschreibung. Bei Interesse einfach mal abchecken. Da sind wirklich coole Sachen bei. Und vielleicht kennt ihr auch schon das ein oder andere Messerdesign von ihm, wie zum Beispiel das Bestek Eskra oder das Ornetta. Letzteres Modell hatte der Andi in der Vergangenheit auf seinem Kanal auch schon vorgestellt. Das sind beides in meinen Augen absolut aufregende Eisen aus dem Hause Bestek. Und das Modell Fanga steht dem absolut in nichts nach. Sofern ich das jetzt hier richtig wiedergebe, ist Kombo kein Messermacher, also der baut Messer nicht selbst, sondern setzt an 3D-Computerprogrammen seine Designideen um. Und das in einer durchaus erfolgreichen Art und Weise. Denn er gehört seit einiger Zeit dem Bestek Design Team an und arbeitet also ganz regulär für die Firma Bestek. Seine Designs sind ähnlich wie die von Elijah Isham, voller visueller Wucht. Die bieten dem Auge auf jedem Quadratzentimeter etwas zu entdecken. Beim Griff, bei der Klinge, aber im Gegensatz zu den Designs von Isham scheinen mir die Modelle von Kombo ja etwas praxistauglicher zu sein, wobei das jetzt natürlich eine ungesicherte Aussage meinerseits ist, da ich von beiden Designern noch nicht wirklich viele Modelle im praktischen Einsatz hatte. Das Fanga ist ein überaus stattliches Klappmesser. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 23,8 cm. Davon entfallen ca. 10 cm auf die Klinge. Davon sind 9,8 cm effektiv scharf ausgeschliffen. Die Schärfe ab Werk war wunderbar. Da gab es absolut nichts zu meckern. Und auch die Länge geschlossen bei diesem Modell, die hat es durchaus in sich. Hier haben wir ungefähr 13,6 cm. Auch das stellt eine enorme Länge dar, also geöffnet wie geschlossen. Und ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet, aber der Klaus zum Beispiel, für ihn wäre dieses Modell hier nichts, obwohl hier keine Klaus-Kante existiert. Aber generell muss man ganz klar ein Fan solcher großen, ja fast schon gewaltigen Klappmesser sein. Ansonsten ist das Fanga nichts für einen. Es sei denn, man ist zum Beispiel noch Sammler, dann spielen ja meine Worte hier keine übergeordnete Rolle. Da kann man dann sehr wohl auf solche Stachel hier abfahren und in Betracht ziehen, sie zu erwerben. Das ist halt so die Kategorie der größeren Cold-Steel-Modelle. Da haut das Fanga in dieselbige Kerbe und das ist insgesamt vom ganzen Aufbau gewaltig und durchaus auch stabil gehalten. Auch die Klingenstärke, da haben wir 3,7 mm, bleibt relativ lang stabil erhalten und dann im Bowie-Style-Schwung verjüngt sich dann die Klingenspitze und wird durchaus penetrierfreudig. Ich habe ca. 0,60 mm Material hinter der Phase gemessen. Das wünschte ich mir im Wert durchaus ein bisschen geringer, ist am Ende dann aber völlig okay und liefert auch anständige Schneidergebnisse. Dazu aber gleich gesagt, was mir mehrfach passierte, als ich zum Beispiel Pappe zertrennte, war, dass ich diese wirklich langgezogene
Rille ja in derselbigen, also in der Pappe verfangen hatte und die daran dann hängen blieb. Das ist jetzt wahrlich in keinster Weise schlimm gewesen, aber das zeigt dann doch, dass gewisse Designaspekte, wie diese Rille halt hier darstellt, optisch durchaus bei Gefallen ein Gewinn darstellen kann. In der Praxis aber, kann sich das dann durchaus als Nachteil entpuppen, wie halt hier der Fall war, beim Pappeschneiden. Wie gesagt, überhaupt nicht schlimm weiter, aber wenn man ein bisschen mehr Pappe zertrennt, kann das durchaus nervig sein. Verbaut wurde hier der D2-Stahl, ja, im Flachschliff. Ganz, ganz sauber satiniert und präsentiert sich dann wirklich sehr beeindruckend in dieser Hechtklinge, dieser Bowie-Style, gerade oder vielleicht besonders, weil es hier ein Klappmesser ist, wirkt sich beim Fanger absolut ansprechend aus. Auf der Klinge findet sich dann neben dem Bestech-Schriftzug und dem Logo ja auf der Clipseite noch das Logo von Combo selbst. Die Klinge rollt wunderbar seidig auf einem Keramikkugellager. Dazu blende ich euch noch mal ein paar Bilder vom Innenleben ein. Und die von mir schon ja erwähnte Stabilität, die setzt sich auch bei den Platinen fort, also auch beim Linerlock, der ist nämlich auch enorm stabil gehalten. Hier übernimmt der Linerlock eine ganz, ganz saubere Arretierung und hat eine Materialstärke von 1,9 mm, was wirklich beachtlich ist. Absolut gelungen, auch die Bedienbarkeit des Liners vollführt sich völlig problemlos. Und da kommen wir dann auch gleich zu der sehr sauberen Verarbeitungsqualität des Fangas überhaupt von Bestech Knives. Das ist mir quasi bei jedem Modell bisher aufgefallen. Hier ist alles im Finish große Klasse, einfach sauber verarbeitet. Die Kanten sind allesamt angefasst, rundum liegend, an jeglicher Stelle scharfe Kanten, bis auf die Schneidkante findet man hier nicht wirklich. Und die ganzen Metallelemente, rein mechanisch, alle Komponenten wunderbar aufeinander abgestimmt, angepasst, optisch wie mechanisch. Hier überzeugt das Messer vom ersten bis zum letzten Zentimeter. Die Öffnung des Messers, der Klinge, geht man am besten über den Flipper-Tab an. Und das geschieht dann wirklich herrlich explosiv mit viel Autorität. Der Flipper-Tab sitzt wunderbar gut zur Achse. Dadurch wird die Energie sauber weitergegeben, weitergeleitet. Sowohl beim Push-Button wie auch beim Light-Switch funktioniert tadellos. Mir gefällt auch, dass die Stahlwahl so dezent auf dem Flipper-Tab markiert wurde und halt nicht auf der Klinge. Ja, und ein weiteres Highlight, also neben dem aufregenden Design und der wirklich eindruckmachenden Hechtklinge, ist das hier vorhandene Griffmaterial. Das ist ein Mix aus G10 und Kohlefaser. Man kennt solche Materialvereinigungen ja schon seit einigen Jahren. Zum Beispiel wohlbekannt beim Spyderco Sage One. Hat man dann ja auch eine dünne Schicht Kohlefaser aufs G10 laminiert. Hier mal der direkte Vergleich. Hier jedoch beim Fanga, da verbinden sich die beiden Materialien schichtweise ineinander verwoben und das sorgt dann doch für eine durchaus moderne und edle Optik. Und ja, obendrein sind Werkstoffe wie G10 und auch Kohlefaser ungemein robust, langlebig, durch und durch gelungen. Dieser Griff hier macht mich wirklich an. Wo ich das Sage One dann gleich hier habe, machen wir auch mal einen kleinen Größenvergleich. Das Fanga wirklich eine ganz andere Dimension, was die Gesamtlänge angeht. Dann nochmal ein Vergleich zum Manley Comrade, ja auch kein kleines Messer, aber doch
deutlich geringer in der Gesamtlänge. Und ja, mit dem Megalodon von Real Steel nähert man sich dann so langsam an. Aber auch hier fehlen noch 1-2 Zentimeter. Und auch das Opinel, das 10er Modell in der Gesamtlänge, etwas geringer als ja, dieses wirklich beeindruckende Fanga. Die Ergonomie, die Handlage des Griffes würde ich als gut bezeichnen. Meine Finger finden in diesem universellen Griffverlauf, der zwar konturiert ist, aber das nicht übermäßig, ja, finden da gut Platz. Und mein Daumen, der bettet sich nahezu ideal auf der dafür vorgesehenen Stelle nah am Jimping. Das Jimping selbst in seiner reduzierten Form, das gefällt, ist jedoch in seiner stoppenden Wirkung nahezu unbrauchbar. Also das ist wirklich so ein, ja, so ein Zier-Jimping-Design-Element, das ja, könnte man jetzt als kritisch betrachten. Mich stört's nicht weiter, weil ich halt meistens auch kein Jimping brauche. Wenn aber vorhanden, sollte das eigentlich mehr Traktion geben, wie ich finde. Was ich noch kritisch bemerken könnte, das ist der Titan-Clip, also in Bezug auf die Handlage. Fest zugegriffen macht sich dieser Clip negativ bemerkbar und sorgt bei anhaltenden Arbeiten für diese, ja, für sogenannte Hotspots, also Druckpunkte, die schmerzhaft oder aber zumindest unangenehm sind. Nach meinem Empfinden gilt das auch ja, links wie rechts gehalten, halt mit Kraft über längere Zeit gearbeitet. Auf der Pro-Seite des Clips haben wir jedoch ja, die Materialwahl Titan. Der sieht durchaus schick aus, passt sich dem Design hier toll an. Und funktioniert auch anständig, wenn er denn angeklippt ist. Ja, und generell obendrein sorgt halt der bläuliche Akzent für einen stimmigen Kontrast, wie man das auch dezent rund um die Achsen wiederfindet. Im Griffrücken findet sich noch ein schwarzer G10 Backspacer und die Verschraubung des Messers übernehmen 8er und 6er Torx. Gewichtstechnisch liegen wir hier bei ungefähr 135 Gramm. Das ist natürlich ein bisschen was, gemessen an der Gesamtlänge von knapp 24 cm, ist das aber wieder mehr als moderat. Das Messer fällt also nicht unangenehm durch zu hohes Gewicht auf. Und preislich, ja, um mal die Specs jetzt abzuschließen, liegen wir hier zwischen 90 und 120 Euro. Ja, da muss man halt mal gucken. Also Bezug in Deutschland, je nachdem, wo man schaut, wo es gerade am günstigsten ist. Jo, und das, ja, so mal die Grunddaten zu diesem Modell. Praxisaufnahmen habt ihr ja auch schon gesehen. Das Fanga ist wirklich ein Messer, das es in sich hat. Müsste ich ein Fazit zu dem Teil abgeben, dann würde ich sagen, dass das ein Klapper ist, der halt sofort Eindruck auf einen macht. Hält man dieses Messer in der Hand, läuft man wahrlich schnell in Gefahr, dass einem das Modell richtig gut gefällt. Und das liegt halt an der vorzüglichen Verarbeitungsqualität, am im wahrsten Sinne aufsehenerregenden Design, das von den, ja, von den tollen Griffschalen nochmals gepusht wird und nicht zuletzt auch an der vorhandenen Stabilität, die dieses Messer besitzt. Wirklich ein sehr, sehr cooler Stachel, der blitzsauber ab Werk eingestellt war und ich finde jeden Euro wert. Und als Zusatz zum Videotitel, wahrscheinlich nenne ich das Video auch so Best Tech Fanga, ja, das ist einfach Value for Money. Hier bekommt man viel Gegenwert für sein Geld. Zum Fanga werden in den nächsten Wochen noch weitere Videos folgen, und zwar vom Andy und vom Flo. Links zu ihren Kanälen findet ihr auch in der Videobeschreibung. Ich werde nämlich einen kleinen Pass-Around ja, zu einigen Best-Tech-Modellen ins Leben rufen. Zum Beispiel auch zum Skyhawk oder zum neuen Texel-Modell. Ja, und ich freue mich sehr, dass die beiden Jungs mit dabei sind und dann ihre Meinung zu den Messern kundtun werden. Und ja, im Großen und Ganzen war es das dann auch zum Fanga. Wer Bock hat, der hinterlässt gern mal ein Feedback. Ist wirklich ein steiles Gerät, ja, aus der Feder von Combo. Und das war es dann auch. Und wie immer verbleibe ich mit All Knives are Great. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.